Hier sind wir jetzt bei den Salatgurken. Diese Gurke, die ist ungefähr übermorgen, ist sie erntereif, weil der Kunde möchte eine Gurke, von die irgendwo zwischen 400 und 500 Gramm schwer ist. Das ist so eine Größenordnung, die sich am Markt etabliert hat. Und deshalb müssen Gurken immer in dieser Größenordnung geerntet werden. Eine Gurkenpflanze ist etwas schnelllebiger als eine Tomatenpflanze. Deswegen muss sie dreimal im Jahr gepflanzt werden. Wir stehen jetzt hier bei der zweiten Kulturgurke. Die steht jetzt seit Anfang Mai in diesem Gewächshaus, bleibt noch bis Ende Juli. Und dann kommt die dritte und letzte Kultur, die dann von Anfang August bis Ende Oktober geht. Worauf wachsen die Gurken? Unsere Gurkenpflanzen wachsen ebenfalls genau wie die Tomaten auf Kokossubstrat. Jetzt kann man es hier gerade sehen. Die Bewässerung ist gerade eben angegangen. Und jetzt bekommen sie hier Wasser und Nährstoffe zugeführt. Und nur genau die Menge, die die Pflanze jetzt auch gerade verbrauchen kann, werden jetzt hier dosiert. Und dann misst der Computer die Lichteinstrahlung. Und ich denke, in irgendwo 20 Minuten, einer halben Stunde, würde die Pflanze wieder mal einen kleinen Bewässerungsstart bekommen. Und wozu das Kohlenstoffdioxid? Weil für eine optimale Tomaten- und Gurkenkultur der CO2-Gehalt, der normal in der Außenluft enthalten ist, würde nicht ausreichen, um die Pflanze optimal mit CO2 zu versorgen. Und deswegen düngen wir CO2 nach. Das CO2 bekommen wir aus Kohlensäure. Das ist dieselbe Kohlensäure, die auch in der Getränkeherstellung Verwendung findet. Und derselbe LKW, der zum Beispiel bei der Brauerei oder beim Getränkehersteller anfährt, der fährt auch hier bei uns an und liefert uns Kohlensäure. Diese Kohlensäure läuft über einen Verdampfer, wird von flüssig in gasförmig umgewandelt und kann dann hier im Gewächshaus dosiert werden. Wie bekämpfen Sie Schädlinge? Auch hier bei unseren Gurken machen wir biologischen Pflanzenschutz. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Gurke, die wurde, als sie in diesem Stadium gewesen ist, wurde diese Gurke von einem Trips gebissen. Das heißt, der Trips hat hier reingestochen und dadurch hat sich in der Frucht etwas verformt, ne, und die Gurke wächst nicht mehr gerade. Und ein Kunde möchte so eine Gurke eigentlich nicht kaufen. Er möchte immer eine gerade Gurke haben. Und deswegen würde diese Gurke, ich sag mal, in die zweite Wahlsortierung kommen. Und diese Raubmilben besiedeln dann die Pflanze und suchen sich dann Tripslarven und Eier und fressen die dann auf, damit so etwas nicht nochmal passieren kann. Ich kann auch mal eben eine Tüte aufmachen. Die Tüten, die werden zweimal in der Kultur verteilt. Einmal zu Anfang, wenn die Pflanze noch klein ist, und einmal mittendrin, damit man bis zum Ende der Kultur immer genügend Nützlinge zur Schädlingsbekämpfung vorhanden hat. Da sind erwachsene Tiere drin, sind aber auch Eier drin von den einzelnen Raubmilbenarten. Und die krabbeln dann halt aus der Tüte raus und besiedeln die Pflanze. An wen verkaufen Sie Ihre Gurken? Wir vermarkten unsere Produkte alle selber. Wir verkaufen hauptsächlich, ich sag mal, auf dem Bremer Großmarkt. Da fahren wir jetzt seit gut 70 Jahren hin. Dann haben wir diverse Großhändler, Einzelhändler, Supermärkte, die wir beliefern. Und ein Teil geht bei uns über den Hofladen an Privatkunden.